Herzlich willkommen zurück zur 27. Folge, wenn ich mich nicht verzählt habe, meines Let's Plays von Pokémon Platin. Wir sind in Weideburg angekommen und wollen in dieser Folge natürlich unseren 5. Arena-Orden holen. Vorher schnappen wir noch diese leckeren Bärchen hier. Denn alles, was gratis ist, das soll man mitnehmen. So, und nun gucken wir, ob irgendwas Verstecktes hier rumliegt. Hier. Hallo, Bibi. Hier liegt bestimmt was versteckt. Genau da. Und hier nicht? Nein. Naja, egal. Wir haben Zink gefunden, das ist gut. Zink erhöht die Spezialverteidigung und das kann am ehesten gebrauchen. Brownie. So, und damit würde ich sagen, gehen wir in die Arena. Hoch. Ah, er schon wieder. Hoppla! Reingelegt. Keine Sorge, ich renne dich nicht bei jedem unserer Treffen um. Das ist natürlich sehr beruhigend. Bisher bin ich von was anderem ausgegangen. Na, wie läuft es denn so, Mark? Kräftig am Hochpäppeln deiner Pokémon, wie? Dann wollen wir doch mal sehen, wie zäh ihr mittlerweile geworden seid. Hättest mich ja mal vorwarnen können, dass du da kommst. In Diamant und Perl, da kämpft man an einer anderen Stelle gegen ihn, und zwar nach dem Arena-Kampf. Ja, scheiße. Level 34. Willst du mich umbringen? Lightning, komm schnell her, übernimm. Bäh. Eklig, ganz eklig. Hör auf mit Doppelteam. Ach, Kacke. Mann, mach nicht so einen Scheiß. Du kostest uns hier Nerven und Zeit. Nerven und Zeit. Und Zeit und Nerven. Und du hörst nicht auf. Du bist ein ganz dummes Arschloch. Meine Fresse, Mann. Wo soll das denn noch hinführen? Dann treffe ich gleich einmal, dann überlebst du die Attacke vielleicht. Und dann treffe ich nie wieder und es macht uns alle mit Notsituation und Ruckzucki fertig. Ich sehe es doch kommen. Ha! Ha! Weg mit dir! Wir haben zwar ein eigenes Staravia, das ich sehr gerne habe, aber... Aber dieses Vieh, das war ja eine Frechheit... Ein Ponita. Das ist ein Fall für... oh Gott, Kingpin, du fängst ja an, hinterher zu hecheln. Das wollen wir nicht. Komm raus. Du machst das jetzt. Kingpin war schon auf Level 29, als alle anderen erst auf 26 bis maximal 27 waren. Und jetzt hängt es immer noch auf diesem Level fest, wo alle anderen schon an ihm vorbeigezogen sind. Tja, so ist das Leben manchmal. Mal bist du der große Gewinner und mal bleibst du auf der Stelle stehen, wenn alle anderen Fortschritte machen. Ist das nicht tiefgründig? Puh, Level 36. Wenn Barry nicht so ein Volltrottel wäre, dann hätte sich das inzwischen schon entwickelt. Dann hätte er jetzt einen Shellterra, einen Pflanzen-Boden-Pokémon und dann hätten wir hier ein Problem. Weil das würde verdammt viel aushalten. Na, schaffen wir es mit zwei Schlägen? Was meinst du, Brownie? Uff, nee.
Ja, so schon mal gar nicht. Deine Lieblingsattacke hast du natürlich immer noch dabei, das ist klar. Der Kerl hat uns vom ersten Kampf an mit Panzerschutz alle Nerven geraubt. Im ersten Kampf so lange, bis meine Attacken nur noch ein KP gezogen haben. Das passiert uns zum Glück inzwischen nicht mehr. Ich hätte jetzt natürlich schon gerne eine Erklärung dafür, wo Barry bitte trainieren war, dass seine Pokémon auf so hohen Leveln sind. Gut, er hat nur 4 Pokémon im Team und ich habe 5. Aber ich bin nicht sicher, ob ich die Pokémon schon zwischen Level 32 und 36 hätte, wenn jetzt ein Pokémon weniger im Team wäre. Wenn ich also Amanda nicht auch noch gefangen hätte. Aber Amanda ist ein sehr kostbares Mitglied in diesem Team und ich würde mich schwarz ärgern, wenn ich ohne sie auskommen müsste. Sobald sie ein Knackrack ist, spätestens, wird sie noch sehr, sehr wertvolle Dienste verrichten. Ja, das klingt so unpersönlich. Sie wird alle platt machen mit ihrer unbändigen Kraft. Denn Amanda wird die stärkste von allen sein. Wie machen die Pokémon das nur immer, dass sie Attacken mit 5% ihrer KP überstehen? Oder 1-5% meinetwegen sogar. Wie das Lucario von Hilda, der 4. Arenaleiterin, hat Erdbeben von Amanda mit 1-2 KP überlebt. Puh, na, vielleicht seid ihr ein bisschen stärker geworden. Das hat sogar mich erschreckt, sonst hätte ich natürlich gewonnen. Willst du mal was Tolles wissen? Ich bin jetzt Lehrling bei Herrn Marinus. Bald wird mich die ganze Welt kennen. Na, da haben sich ja 2 Spinner gefunden, hm? So, einmal heilen bitte. Es ist glücklicherweise trotzdem noch früh genug in der Folge, dass wir die Arena trotzdem noch schaffen. Vielleicht sogar den Arenaleiter. In den nächsten 12, 13 Minuten müsste das dann passieren. Hallo, kleiner Mann. Zeig mal, was du drauf hast. Bist du Justin Bieber oder was ist mit dir los? Schmeckt nach Biber. Nach nassen Biber. Bah. Ha, sehr schön. Weg ist er. Der Justin. War das Bidifass weiblich oder männlich? Ist ja auch egal. So oder so nenne ich es Justin Bieber. Welsa. Na, herzlich willkommen, ein Wasserboden-Pokémon. Da saugt Lumia doch besonders gerne dran.
Huch. Na, dafür hast du das aber ganz gut überstanden. Nom, 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 nom. Lecker Wels. So, und damit ist jetzt unser ganzes Team auf Level 30 angelangt. Einmal Knöpfchen drücken. Einmal hier lang. Der Knopf ist ja blau. Hat das was zu bedeuten? Ahoi, Matrose. Aua. Doofes Federvieh. Geh und klau irgendjemandem ein Krabbenbrötchen aus der Hand. Aber hör auf, mein Lord Lumière hier anzugreifen. Das macht man nicht. Du komischer Scheuchvogel. Oh, Pelipa. Wollen wir da weitersaugen? Ich denke nicht. Lightning, übernimm du. Einmal Funkensprung, bitte. Und einmal dürfte ja wohl auch reichen. Tschüss, Pelikan. Hallo, du Planschkind. Du möchtest also so stark werden wie der Arenaleiter. Also ich möchte stärker werden. Azurill ist ein Normal-Pokémon, oder? Und noch kein Wasser-Pokémon. Eine lustige oder auch gruselige Geschichte, je nachdem wie ihr das empfindet. Azurill hat ein anderes Geschlechtsverhältnis, also die Quote, wie häufig es statistisch männlich oder weiblich ist, ist bei Azurill anders als bei Merrill. Und wenn sich Azurill zu Merrill entwickelt, dann ändert sich bei jedem dritten Azurill, oder bei jedem sechsten, also es ist so, ich glaube, Azurill sind zu 75% weiblich und Merrill nur noch zu 50%. Das heißt, eins von drei weiblichen Azurill ändert bei der Entwicklung das Geschlecht und wird später männlich sein. Wie es das macht, weiß ich nicht. Und deshalb habe ich euch überlassen, ob ihr das gruselig oder einfach nur interessant findet. Aber wo ich gerade schon dieses Azurill gesehen habe, wollte ich mal diese nette Anekdote loswerden. Ach komm schon, 95% Genauigkeit und es geht daneben. In so einem Moment, wo ich einfach nur denke, ein Treffer noch, da muss ich jetzt nicht extra... Was? Das hat nicht gereicht? Du verarschst mich doch. Oh, immerhin trifft das. Mann, da habe ich ja
ordentlich Blütenblätter gelassen. Unnötigerweise. Aber zum Glück kommt hier nochmal etwas zum Vollsaugen. Komm her, du Kugelmaus. Das schmeckt, hm? Mhm. Okay. Aber trotzdem reicht hier zerschn... Hallo! Um Gottes Willen, trotzdem reicht hier Zerschneider, will ich gerade sagen. Aber was ich sage, das wird sowieso augenblicklich vom Spiel widerlegt. Na, so sei es dann halt Giga, Megasauger. Um Gigasauger trauere ich ja immer noch. Weil sich Blumia 3 Level zu spät entwickelt hat. Aber besser spät als nie, gell? Jetzt muss ich mir gleich überlegen, lohnt es sich noch in dieser Folge den Arena-Kampf zu machen, also Arena-Leiterkampf. Oder gehe ich zwischendurch nochmal eben ins Pokémon-Center und heile meine Pokémon. Nicht, dass sie verletzt wären, aber Lumia hat gleich keine AP mehr für Megasauger. Und wenn da die AP leer sind, dann weiß ich nichts mehr mit ihm anzufangen. So traurig das auch klingen mag. Einmal den Funkensprung, bitte. Für Tisch 1. Gute Nacht, Garados. Danke für die Erfahrungspunkte. Golking bringt auch Angriff. EVs. Und zwar 2 Stück. Und wenn das jetzt nicht mit Hornbohrer ankommt... Ich gucke es mal ganz böse an. So wie es mich böse anguckt. Ah, sehr gut. Okay. Dann muss ich mir ja jetzt keine Sorgen mehr machen. Hin, wo geht's hin? Hier geht's hin. Hä? Oh, okay. Dann ist das hier der richtige Weg? Ja, hier geht's lang. So, aber ich stelle fest, die Folge wird zu lang. Und den Kampf gegen den Arena-Leiter werde ich dann wohl in die nächste Folge verschieben. Da uns ja vorhin Barry in die Quere gekommen ist, mit dem ich zu dem Zeitpunkt nicht gerechnet hatte. Der hat uns auch ein paar Minuten gekostet, deswegen bei so einer Arena voll von Trainern und voll von Schaltern, die man betätigen muss, schaffe ich es dann leider doch nicht mehr, in einer Viertelstunde hier durchzukommen, insgesamt. Naja. Ein Entoron, das nehmen wir gerne mit. Oh oh. Mistvieh. Aua. Lass das, du Schnabeltier. Das darfst du machen. Solange du mich nicht verwirrst. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich meine Worte sofort wieder bereuen werde.
Gute Nacht, Entchen. Köpfchen in das Wasser. So, jetzt muss ich leider wechseln, weil keine AP mehr übrig sind. Schalellos ist noch ein reines Wasser-Pokémon. Hat noch nicht den Bodentyp, deshalb kann ich auch zu Lightning wechseln. Das ist nichts, was ich sicher weiß, aber spätestens dann annehmen konnte, als ich schon gegen ein paar Schalellos gekämpft habe und Roselia es nicht geschafft hat, sie mit einem Schlag zu besiegen. So kann man auch nach dem Ausschlussverfahren auf den Typ eines Pokémon schließen. So, wir machen diesmal etwas Besonderes. Ich speichere an dieser Stelle, werde aber außerhalb des Bildschirms zurück ins Pokémon Center rennen, die Pokémon heilen und wieder genau hierher kommen. Und an der Stelle seht ihr dann, wie ich in der nächsten Folge direkt gegen Wellenbrecher Marinus um den 5. Arena-Orden kämpfe. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!